So, da sind wir wieder bei Mass Effect 2 und heute wird's ernst. Wie ihr seht, habe ich mich mal wieder umgezogen. Das ist aber nicht die Tatsache, das ist aber nicht der Grund dafür, dass es ernst wird, sondern wir gehen die Reaper FFS holen. Und ich befinde mich gerade hier, weil ich gerade entdeckt habe, die haben tatsächlich dieses proteanische Relikt mitgenommen und einfach hier mal reingeschmissen, das wir in einer der Nebenmissionen erhalten haben. Und da hatte ich noch gesagt, bitte tut es mir nicht ins Schiff. Ich möchte das nicht bei mir haben. Aber was machen sie? Sie schmeißen es mir auf den Tisch. Oh Gott, das Ding ist ja aktiv. Ja, ja, von wegen inaktiv, ne? Ist klar. Sehe ich, wie inaktiv das ist. Gut, ja, einen tragischen Todesfall gab es. Meine Fische sind gestorben. Ich habe vergessen, sie zu füttern. Und da trieben sie irgendwie an der oberen Ecke des Aquariums. Das tut mir extrem leid, aber ich habe es einfach komplett vergessen, dass es sie noch gibt. Zum Glück muss man den Hamster nicht füttern. Der kommt einfach nur raus, wenn man mal bei ihm schauen geht. Hey, Süßer. So, und damit machen wir uns dann auch auf den Weg zur Brücke. Und wollen die Reaper nicht länger warten lassen, beziehungsweise die Geth natürlich, weil der Reaper ist ja tot, ne? Gut, los geht's. Erstmal müssen wir, ah, wir sind noch hier mitten im Nirgendwo, natürlich. Von der letzten Nebenmission, die wir noch offen hatten, seitdem habe ich mich nicht mehr bewegt. Naja, warum auch? So, nochmal kurz zum Treibstoffdepot, damit wir noch hier ein bisschen auffüllen können. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt unbedingt noch so viel brauchen. Aber doch, wir müssen, glaube ich, erstmal zu dem System mit dem Reaper jetzt hinfliegen, ne? Ich glaube, da kommen wir noch nicht direkt hin mit dem System, das zum Massenportal gehört. Beziehungsweise das System, zu dem das Massenportal gehört. Genau, da müssen wir nochmal hinfliegen. Im Thorn-System, das ist auch das letzte System, das noch nicht ganz erforscht ist hier. Beziehungsweise das letzte Cluster, das Hawking-Etta-Cluster. So, und dann schauen wir uns mal den Reaper an. Sieht schon ein bisschen zerflattert aus, ne? Ne, was für ein Ding? Mnemosyne, natürlich, wird von einem 2 Kilometer langen Schiff umkreist, das unverkennbar das Profil der Reaper aufweist. Es weist punktuelle Energiesignaturen auf, die aber viel schwächer sind, als es bei einem Schiff dieser Größe üblich wäre. Der Reaper scheint ein Masseneffektfeld aufrechtzuerhalten, das einen Absturz auf den sterbenden Stern verhindert. In Teilen der Höhle klaffen gewaltige, durch Beschuss verursachte Löcher, die nicht repariert wurden. Die einzige logische Erklärung dafür ist, dass der Reaper gestorben ist oder zumindest vor langer Zeit auf Minimalfunktionalität heruntergefahren wurde. Los geht's. Dann wollen wir mal in die Höhle des Löwen gehen, in den Reaper hineinkriechen, denn das sollte man unbedingt tun. Und dann mal schauen, dass wir diese FFS da kriegen. Ist ein grandioser Plan. Aber ich meine, ist ja auch vom Unbekannten, der hat uns ja schon mal auf ein Himmelfahrtskommando geschickt. Was erwarte ich denn? So, und wir nehmen mit, Garrus nehmen wir mit und ich nehme noch Kazumi mit. Ich brauche auf jeden Fall überlastungsfähige Leute, denn wir kämpfen gegen Geth. So, haben wir denn großartig Punkte zu verteilen? Sieht eigentlich nicht so aus. Spare ich mir auch mal? Nö. Okay, dann können wir loslegen. Was ist das für ein Chaos, Shocker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet keine FFS. Das Ladar identifiziert es als Geth. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Im Auge des Hurricanes, was? Na gut, los geht's. Sind wir noch... Naja, wir sind auf so einer Zwischenbrücke, glaube ich. Okay, dann kriechen wir mal in den Reaper hinein. Jetzt sieht's schon mal gut aus. Wir erforschen eine verlassene Anlage und müssen jeden Moment damit rechnen, dass uns irgendwas Böses, Mechanisches anspringt. Da kommen schon irgendwie nostalgische Gefühle auf, nicht wahr, Garrus? Ja, ich habe auch mal wieder die Kollektorenrüstung angelegt. Warum sage ich immer Proteanerrüstung? Ich kann es einfach nicht auseinanderhalten. Wahrscheinlich, weil die Kollektoren eben Proteaner sind. Daran wird es wohl liegen. So, ich dachte jetzt, wir gehen in den Reaper rein, aber offenbar sind wir ja momentan noch auf irgendeiner Forschungsstation. Kommt wahrscheinlich noch. Ich bin wahrscheinlich zu ungeduldig. Okay, ich dachte, wir hören jetzt irgendwas. Ach, hier drüben können wir was hören. Erstmal natürlich knacken, das hat Priorität, weil wir noch so unglaublich viel Geld bestimmt brauchen werden.
Aber was soll's? Wir nehmen mit, was wir kriegen können. So, der war hier. Okay. Das war dit. Und der letzte noch. Okay. Hören wir mal rein. Oh, komm schon. Wirklich. Die Luftschleuse wurde am anderen Ende des ausgehöhlten Bereichs installiert. Wir haben mit dem Druckausgleich begonnen, um Arbeit in normaler Kleidung zu ermöglichen. Die Crew ist angespannt. Ich sage ihnen ständig, dass es nur die Nerven sind. Eine abergläubische Reaktion auf das, wofür dieses Wrack steht. Die Leiche einer gewaltigen, uralten Lebensform. Was mich betrifft, kann ich die Atmosphäre nicht wegleugnen. Die Winkel der Wände scheinen einen niederzudrücken. Da muss auch ich manchmal die Zähne zusammenbeißen. Und ich kann mir denken, was mit ihnen passiert ist. Sie sind bestimmt indoktriniert worden. Denn auch ein toter Reaper ist ein nicht völlig inaktiver Reaper. Hallo? Wer öffnet und schließt hier Türen? Das finde ich nicht okay. Lasst das bitte. So. Katalogisierung der Exemplare A203 bis B016 abgeschlossen. Kein Hinweis auf aktive Nanotechnologie. Dr. Chandana glaubt, sie wäre in den letzten 37 Millionen Jahren verrottet. Wir haben nicht genug Daten, um seine Annahme zu bestätigen. Er meint, die Wahrheit sei völlig offensichtlich. Ich mache mir Sorgen. Chandana starrt die Proben seit Stunden an. Er sagt, er hört ihnen zu. Indoctrination confirmed. Okay, alles klar. Die sind also definitiv geistig hops genommen worden. Normen, die ein Landetrupp! Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. In einem Reaper gefangen. So stellt man sich den optimalen Tag vor. Wir müssen die Barrieregeneratoren von hier deaktivieren. Irgendeine Ahnung, wo sie sind? Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet. Vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung. Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Wayne. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Wenn uns irgendein Steuermann von diesem Ding runterholen kann, bevor es zu tief sinkt und zerstört wird, dann sind sie das. Wir suchen nach Überlebenden und sichern so viele Daten wie möglich. Bereithalten. Ei, ei. Weidmanns Hai. Hitzespitze ist auch ein schönes Wort. Sag das bitte 10-mal hintereinander. Hitzespitze, 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 Hitzespitze. Waren das 10? Keine Ahnung. Liebe ich solche Sachen. Okay. Hören wir mal hier noch kurz rein. Sie sind verheiratet. Das haben Sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Als mein Bruder geheiratet hat, versuchte der Trauzeuger bei ihr zu landen. Sie hatte die Treppe vor der Kirche runtergestoßen. Katie ist meine Frau. Die Geschichte habe ich dir erzählt. Nein, ich kenne doch meine Frau. Ich weiß noch, das war der einzige Tag, an dem sie Seidenstrümpfe trug. Ja, die mit der Naht auf der Rückseite. Daran erinnere ich mich auch. Was zum Teufel soll das? Wieso haben wir dieselbe Erinnerung? Der Reaper beeinflusst ihr Bewusstsein. Verstehe ich das richtig? Ja, das tust du. Ist ein interessanter Nebeneffekt der Indoktrination. Finde ich auch schön, dass sie solche Aspekte mal mit betont haben. Die teilen sich dann im Prinzip ein kollektives Bewusstsein, wenn man so will, ne? Oh, das klingt ja gesund. Oh, hi. Ich mach mal so, ne? Oh, den hat's aber zerlegt. Wie ist denn das passiert? Die Tech zur Herstellung der Husks kommt also von der Sovereign, nicht von den Geth? Ich würde sagen, damit ist klar, dass es sich um Reaper-Tech handelt. Und das ist jetzt so eine neue Erkenntnis? Wir haben doch schon festgestellt, dass das hauptsächlich von den Reapern kommt und nicht von den Geth. Deswegen haben das auch die Kollektoren gehabt. Betäubungsschuss bereit. Aha. Alles klar. Kazumi, komm mal hierher, bitte. Gehe schon. Ja, schneller, bitte. Dankeschön. Ich wollte dich nicht direkt neben der explosiven Kiste haben, wenn sie explodiert. Na, mein Kleiner, fandst du aber nicht so schön, wa? Gut. Hören wir gleich mal hier mit rein. Ich sage Ihnen, dieses Schiff ist nicht tot.
in seinem Inneren sind. Beruhigen Sie sich. Jetzt bekomme ich auch noch Kopfschmerzen. Tja, das ist halt so eine schwierige Frage. Ab wann ist ein synthetisches Wesen tot, ne? Oh, war das überhaupt schon bekannt? Ich weiß es gar nicht. Aber man kann sich ja denken, wenn die Geth mit dazugehören. Ich weiß echt nicht, ob das schon bekannt war an der Stelle jetzt. Ich habe den Schützen nicht gesehen. Naja, egal. Ein Überlebender des Wissenschaftsteams? Ja, ein Scharfschütze. Den werden wir gleich noch kennenlernen. Oh. Damit lässt sich was anfangen. Neues Scharfschützengewehr, das ist aber schön. So, den werden wir gleich noch kennenlernen und wir merken schon, der ist irgendwie auf unserer Seite, ne? Der hilft uns. Das wird noch interessant mit ihm. Ui, was ist da passiert? Schön, wie sie sich alle hochbemühen und dann gleich wieder weggeschleudert werden. Hat schon irgendwie was für sich. So eine gewisse Ästhetik, wie sie davonfliegen in alle Richtungen. Ich schau mal kurz. Kommen da schon die nächsten? Ja, tatsächlich. Oh, heieiei. Da sollten wir vielleicht mal in Deckung gehen. Kazumi, was hast du denn Schönes? Gerade nichts. Okay. Ich sehe schon. Oh, 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 oh. Was ist denn hier los? So, ich hoffe, ihr kümmert euch um die Husks. Ups. So, haben wir die auch nochmal aus dem Weg gezogen? Mit euch. Mensch, ich will mich mal auf den Ableger konzentrieren, aber ich komme gar nicht dazu. So, jetzt kommen wir mal, glaube ich, ne? Ups. Die sollte es eigentlich nicht treffen, aber okay. Perfekt. Komm mal her hier. Das wird ein harter Treffer. Prügeln wir mal ein bisschen um uns. So. Dann können wir unsere Biotik nämlich für den Kollegen aufheben. Ihr könnt es natürlich aber einfach mit der Mattock machen. Gut. Fein gemacht, Kazumi. Jetzt möchte ich mal kurz hier hinten schauen, denn ich nehme mal an, es wird drüben weitergehen. Ja, sieht so aus. Ich glaube mal, das wird nicht unser Weg sein, unser Hauptweg. So, aber erstmal kurz hier Konzentration. Für das vor uns liegende Hacking. Da alles so extrem eng beieinander, ne? Oder? Oh, das scheint doch unser Weg zu sein. Dann schaue ich doch erstmal hier hinten nach. Schießt da schon wieder jemand? Hallo? Warum dieser Musikwechsel? Gibt es Gründe? Wer weiß. Gut, okay, da oben komme ich nicht mehr ran. Aber hier haben wir es ja gleich nochmal. Ach, ich sehe die Dinger immer erst, wenn sie gerade aus dem Bild verschwinden. Naja, was soll's. Gut, Ding will Weile haben. Dann würde ich sagen, abwarten und Tee trinken. Das ist wertvoll. Und im richtigen Moment dann noch mal zuschlagen. Die haben wir doch schon mal gesehen, Shepard. Ihre Leute nennen sie Drachenzähne. Die Geth haben sie auf Eden Prime eingesetzt. Oh, Entschuldigung, ich war gerade am Trinken. Sehen Sie, wie der Raum strukturiert ist? Für Sie war das Ding wohl so eine Art Altar. Es sieht ganz danach aus. Aber warum sollten Sie wollen, dass so etwas geschieht? Sie haben die Loks gehört. Sie haben alles Mögliche gesehen und gehört. Sie wurden indoktriniert. Wir können diesen Leuten jetzt nicht helfen. Aber wir werden nicht zulassen, dass die Maschinen ihre Leichen derart missbrauchen. In Ordnung. Das ist natürlich traumhaft hier, sich das Ganze anzuschauen. Warum ist denn hier unten? Ja, solche Bilder kennen wir ja schon von Beginn an des ersten Spiels. Diese kleinen Spieße. Ich wusste gar nicht, dass die Drachenzähne heißen. Das war mir jetzt irgendwie neu. So gut nachgeladen ist. Ich wollte nur noch mal schauen, ob wirklich nachgeladen ist, damit wir hier auch mit voller Munition reingehen. Denn wir können uns denken, die Gefechte werden noch ein bisschen heftiger. Und ich glaube, jetzt geht's in den Reaper rein. Wie beruhigend, schon seit 5 Tagen. Wahrscheinlich gibt's auch seitdem niemanden mehr, der sterben könnte. Ein Geth, der uns hilft.
Shepard Commander. Und der spricht. Hat schon mal jemand einen Geth sprechen hören? Total unheimlich. Wow. Geht's noch? Ich stand da gerade. Ihr könnt ja nicht drauf schießen. Na gut, wir müssen uns aber erstmal der kleinen Haske werden, bevor wir uns da um die Thematik sprechender Geth kümmern können. Ich glaube, es hat gerade ein bisschen Vorrang. So, weg mit dir. Gerade hier in dem Kampf, wo es so wahnsinnig viele kleine Gegner gibt, ist es echt wirklich nützlich, wenn man die Biotik hat. Wo ist denn dieses Terminal? Ach, da oben. Ja, da komme ich jetzt noch nicht ran. Da wird es wohl gleich noch hochgehen. Wir schauen erstmal kurz hier unten. So, erstmal das Monster weg. Die kleinen Husks sind da weniger ein Problem, aber die explosiven Viecher, die kann man ja vorher schon mal aus dem... Hallo, geht's noch? Weg mit euch. Die kann man ja vorher schon mal aus dem Weg schaffen. Ups, was ist denn da passiert? Man weiß es nicht so genau. Okay. Es wäre irgendwie schön, wenn ihr näher beieinander stehen würdet. Irgendwie kommt die Bereichswirkung gerade nicht so richtig... Alter Sack. So richtig zum Tragen, habe ich das Gefühl. Kommt weg mit euch. Okay. Deshalb ist das hier so etwas ungemütlich. Alles klar. Direkt, lass mich mal durch, Kazumi. Ich will nicht vor dem Ableger stehen. So, dann können wir mal... Ach, du bist sowieso gerade, glaube ich, ne? Na gut. Einfach mal Feuer frei. Ups, das war der falsche Angriff. Probieren wir es nochmal mit dem Warp, dann klappt es auch besser. Okay, dann können wir uns ja jetzt hoffentlich gefahrlos nach unten begeben. Meine Güte, hat der eine Sauerei angerichtet hier. Ja, sieht gut aus. Muni ist voll, okay. Moment mal. Oh, super. Willst du mich verarschen? Hä? Was ist das denn? Jetzt. Das hat ja gedauert. Und schon kommen wir nach oben, siehst du mal. Da können wir auch direkt mal uns hier hinten bedienen. Wo das Terminal ist, hab ich jetzt... Ach, da. Okay, jetzt kann es losgehen. Die nächsten, bitte. Das sieht doch schon wieder so aus. Natürlich. Das sah doch schon wieder direkt nach Kampfstelle aus hier. Ups. Okay. Machen wir das Spielchen noch ein bisschen weiter, wie zuvor auch schon. Es wird dadurch jetzt nicht wirklich gefährlicher. Ich meine, die haben halt keinen starken Angriff einfach, ne? Und dadurch, dass ich diese Bereichswirkung bei meinem Werfen habe, kann ich mir zur Not, selbst wenn ich gerade mal hart von allen Seiten attackiert werde, kann ich mich trotzdem noch meiner Haut ziemlich gut erwehren. Weil ich doch um mich drumherum dann sehr schnell sehr gut aufräumen kann. So, wir schauen mal kurz, ob hier direkt jemand wieder kommt. Hallo, jemand? Nein? Okay, dann bediene ich mich erstmal hier oben. Wo war das denn? Hier. Okay, das sind Ablos Credits. Na dann. Noch kurz hier hinten, das wird eingesackt. Und dann kann es weitergehen. Achtung! Weg mit euch! Niemand will euch! Was ist das denn hier? Wieso lassen die sich nicht vernünftig werfen? Oh! Bisschen rumrandaliert hier. Da kommt auch schon der nächste Ableger. Es ist super. Total heimelig und gemütlich hier. Oh, hi. Bleib mal weg hier. So, ich glaube, ich werde aber gleich mal ein Stück zurückweichen müssen, wenn der Ableger hier kommt. Das ist mir dann doch ein bisschen zu haarig da unten. Komm, friss mal das. Haben wir dann irgendwas, was wir hier... Komm, machen wir mal Schattenschlag. Genau. Oh, was? Was war das denn? Na komm schon. Drei Schüsse und dann ist es auch vorbei. So, mit den Ablegern bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil die doch ziemlich heftig reinhauen können. Wir haben es ja gerade gesehen... Also die haben ja im Prinzip so eine Art biotischen Angriff. Was das wohl ist. Oh, endlich mal Schrotflintenschaden. Das heißt, wir können unsere Forschungen dann fertig betreiben.
Die haben so eine Art biotischen Angriff. Das ist so wie der biotische Güterzug von Jack. Ich komme leider gerade nicht auf den Namen von dem Ding, von dem Angriff. Aber so ungefähr ist das ja auch die Attacke, die der Ableger da hat. Und das zerstört die Schilde halt relativ zuverlässig. So, ich glaube, jetzt sollte ich mal lieber ein bisschen offensiver mit dem Gewehr vorgehen dabei. Oh, was? Oh, du Hund. Lass mich mal hier. Lass mich doch mal. Mensch. Oh, wie viele sind denn hier? Das ist ja schon nervig. Weg mit euch. Ich will mich doch nur auf die da konzentrieren. Oh, Leute, lasst mich doch mal in Ruhe. Ich gehe ja schon wieder. Hey, Kazumi, das sieht nicht bequem aus. Ich glaube, da kriegst du ziemliche Muskelschmerzen mit der Zeit von, wenn du so schläfst. Oh ja. So. Die sollten wir dann vielleicht mal schneller aus dem Verkehr ziehen. So, das war's schon mal für den ersten. Ach gut, jetzt ist es ja ganz gemütlich eigentlich. Kurz nachladen. Was bist du denn? Bleib mal schön weg. Okay. Hier. Check das mal aus. Können wir wieder? Genug geschlummert, Prinzessin. Dann können wir uns ja jetzt wieder auf den Weg machen. So. Aber wir sind noch nicht am Ende angekommen. Es gibt noch ein paar Kämpfe. Und die werden nicht gemütlicher. Im Prinzip dasselbe Spielchen wie jetzt auch schon. Nur, dass das Kampffeld noch ein bisschen blöder wird. Ah, ich gehe doch mal wieder ein Stück zurück. Wird man so schnell von den Viechern eingekesselt? Das muss ja nicht sein. Okay, der hat sowieso schon erwischt. Oh shit, der andere ist ja schon ein ganzes Stück näher als der da hinten. Ja, ich weiß. Danke für den Hinweis, Shepard. Lass mal hier so machen. Och, Husks, jetzt hört doch mal auf, ihr nervt mich unglaublich gerade. Ich glaube, es ist auch die Hauptaufgabe von Husks, einen zu nerven. So, schön. Ich weiß nicht, ob das der Kopf ist, aber ich nehme mal an, dass das ein Kopfschuss war. Ist schwierig zu erkennen bei den Viechern. So, meine Muni ist bald leer, aber zum Glück gibt es ja Warps. Was? Ach da. Hatte gerade nur irgendwas Rotes im Gesicht und wusste nicht so richtig, wo es herkommt. Was genau? Kazumi? Was siehst du denn, Taurus? So, auf jeden Fall mal die Muni mit. Müssen wir also den Masseneffektkern zerstören? Klingt viel zu einfach. Und dann verlassen wir das Schiff im Eintempo. Mal schauen, wie einfach das wird. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie schwierig ist, einen Masseneffektkern zu zerstören. Das werden wir wohl gleich sehen, denke ich mal. So, aber erstmal wieder eine Runde Hacking. Das gehört nicht zu dem. Okay, das gehört dazu. Das aber zu dem und die zwei noch. So. Wieder eine Schleuse. Ach, Reaper FFS nehmen. Na, so ein Zufall, dass die hier gleich auf dem Weg mitliegt, wa? So, wir hacken erstmal kurz noch den Safe. Oder auch nicht. Kommt davon, wenn man zu voreilig ist. Egal, brauchen wir sowieso nicht. Und dann mal her mit der Reaper FFS. Das muss es sein. Das Cerberus-Team hat es also zurückgeholt. Aber wo sind sie jetzt?